Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für September. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit, mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, was zu Beginn des Monats Thema ist, was ist die Ausgangssituation, wie wird hier reingestartet. Dann schauen wir uns die Blockaden an, die in diesem Monat am stärksten arbeiten. Die haben oft Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Und dann schauen wir rein, was sich im beruflichen, finanziellen, materiellen Bereich deines Lebens so abspielt, welche Entwicklungen dürfen wir hier beobachten, und am Ende der Legung schauen wir uns die Entwicklungen im zwischenmenschlichen Bereich an. Was tut sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen, was dürfen wir dort wissen? Natürlich schauen wir auch, welche Anregungen und Lösungsimpulse das Universum für dich hat, und wir lassen uns einfach überraschen, welche Botschaften hier jetzt kommen. Bitte beachte außerdem, dass Karten niemals Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für September für dich hat. Also es geht hier anscheinend um irgendeine Angelegenheit, wo du überlegen bist, ob du das machen sollst oder nicht. Du bist hier irgendwo, du bist hier an der Schwelle, es zu tun oder vielleicht auch nicht. Es schaut schon eher danach aus, dass du das wirklich gerne machen möchtest. Und ich bekomme hier ein klares Ja vom Universum für dich. Also das dürfte anscheinend wichtig sein und es dürfte anscheinend hier eine wichtige Erfahrung sein. Es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Also auch wenn, was auch immer diese Angelegenheit ist, also wenn hier auch Schwierigkeiten auftauchen, dann gehört das halt auch dazu. Also es ist natürlich deine Entscheidung, aber vom Universum bekomme ich hier ein klares Ja zu einem Vorhaben, das du hier hast. Es geht hier auch um etwas, wo du auch ja vom Gefühl her meinst, dass du hier auch dann freier bist. Also das sieht man hier auch. Die Sache ist nur, wenn du nicht losgehst, dann kannst du dieses Gefühl auch nicht anwerfen. Aber du bist hier kurz davor, etwas zu tun. Ich sehe hier auch, das ist vermutlich auch der Grund, warum du noch nicht losgegangen bist. Ich sehe hier nämlich eine negative Energie von außen, vom Umfeld. Also hier ist anscheinend die ein oder andere Person, die hier versucht, Eingriff zu nehmen, sei es über negative Gedanken oder tatsächliche Handlungen. Aber was ich hier auch sehe, ist, dass du das abwehrst bzw. abgewehrt hast. Also diese Sache soll gar nicht zu dir durchdringen, und wenn, dann kannst du das erkennen und wehrst es auch ab. Es ist hier nur einfach wichtig, dass du informiert drüber bist, dass du dir das auch nicht einbildest, falls du das geglaubt hast. Also hier ist tatsächlich eine Energie von außen, die hier vermutlich einen schleppenden Charakter
erzeugt hat in dieser Sache, wo du hier ja etwas umsetzen möchtest, etwas machen möchtest. Also was auch immer das ist, diese Erfahrung ist anscheinend wichtig für dein weiteres Leben. Und du bekommst ja, wie gesagt, ein Ja. Und gleich zum Monatsanfang. Jetzt schauen wir uns mal die Blockaden an, die sich zeigen, die anscheinend im September sehr stark arbeiten in deinem Feld. Ich sehe eine finanzielle Angelegenheit im Umfeld. Das kann jetzt sein, das können jetzt finanzielle Abhängigkeiten sein. Entweder ist jemand von dir abhängig oder du bist von jemandem abhängig. Meistens ist das etwas, wo beide dann auf eine gewisse Art und Weise voneinander abhängig sind. Also irgendetwas im materiellen Bereich tatsächlich. Für eine kleinere Gruppe kann das natürlich auch eine eher emotionalere Abhängigkeit sein, aber ich glaube, dass es hier tatsächlich wirklich auch um Geld geht. Dass hier vermutlich ein Geldfluss nicht so vonstatten geht wie erwartet. Also das kann jetzt natürlich vielleicht vermietest du etwas und das Geld, also deine Miete kommt nicht herein. Vielleicht das fällt mir als erstes jetzt ein. Ist eher ungewöhnlicher vielleicht, aber das könnte es beispielsweise sein. Ich habe hier einfach ein starkes Gefühl, dass du hier Geld bekommen sollst und irgendwie gibt es hier eine Verzögerung, so generell gesehen. Kann natürlich auch sein, dass das genau andersherum ist, also dass jemand von dir, jemand auf Geld wartet, dass du zahlen sollst und hier bei dir eine Verzögerung entsteht. Also das ist mal eine Blockade und das ist auch etwas, was so im Allgemeinen betrachtet gerade den Steinbock schon auch eher unrund macht. Gerade bei solchen Thematiken und wenn andere Menschen involviert sind, also gerade bei finanziellen Dingen, hier sollst du auf jeden Fall aufpassen. Da schauen wir dann auch noch, ob wir hier Hinweise bekommen, ob man das auch gut auflösen kann. Aber da sollst du dich schon mal drauf einstellen, dass da vielleicht die ein oder andere Verzögerung reinkommt. Das kann auch etwas ganz Kleines sein. Also das muss jetzt nichts Riesengroßes sein. Dann sehe ich hier Probleme, was Leichtigkeit betrifft und Freude, Lebensfreude. Das kann jetzt natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir uns in Richtung Herbst bewegen, dass Herbstbeginn ist, die Tage werden kürzer. Der Steinbock hat an sich da schon eine größere Neigung als andere Sternzeichen, dass das hier aufs Gemüt schlägt. Da sollst du auch aufpassen, also auch ganz bewusst auch erkennen, dass das vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Tage kürzer werden. Bin gespannt, was bei den anderen Sternzeichen kommt, wird sich jetzt hier wahrscheinlich zeigen, einfach Tage werden kürzer, man bekommt weniger Sonne und natürlich drückt das aufs Gemüt. Und ich sehe hier auch noch eine Energie und zwar eine Energie von, ich habe das Gefühl, mir wird etwas weggenommen. Das ist anscheinend in diesem Monat auch sehr stark. Das kann jetzt natürlich auch mit diesem Geldthema hier zu tun haben. Das kann auch etwas ganz was anderes sein. Es ist ja einfach ein Gefühl von, mir wird hier etwas weggenommen und das ist nicht rechtens. Also etwas, das zu mir gehört, jemand anderes bereichert sich so in diese Richtung. Also das ist hier auch eine sehr starke Blockade. Das ist natürlich auch etwas, was einen bremsenden Charakter hat, wo man dann das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Jetzt schauen wir mal als erstes rein, was sich hier tatsächlich im materiellen Bereich abspielt, im beruflichen. Was dürfen wir hier wissen? Ich mache hier jetzt ein bisschen mehr Platz, dass wir hier besser sehen können, welche Entwicklungen sich hier zeigen. Bitte
Beachte auch, dass Tendenzen variabel sind. Das heißt, das kann sich im Laufe des Monats natürlich auch immer alles verändern. Es ist hier nichts in Stein gemeißelt an sich, ist aber sehr, sehr spannend, was hier passiert. Wir haben hier zu Monatsanfang tatsächlich eine Abkürzung, die sich hier zeigt. Das bedeutet, das hat vielleicht auch mit dieser Sache zu tun, die sich hier ganz am Anfang zeigt, irgendein Vorhaben, irgendetwas, was du tun sollst. Ich glaube, dass hier auch frische Energie hereinkommt für dich und dass du hier irgendetwas beschleunigen kannst im beruflichen oder im finanziellen Bereich. Irgendwo gibt irgendeine Form von Schlupfloch, also wirklich, wo du dir hier Zeit sparen kannst. Hier zeigt sich auf jeden Fall eine Möglichkeit zum Monatsbeginn. Ich sehe hier auch Unterstützung im Umfeld, im beruflichen bzw. im finanziellen. Irgendjemand kann dir hier unterstützend helfen, möchte das auch, sehr uneigennützig auch, wie sich das hier zeigt. Also du kannst hier vielleicht die ein oder andere Information bekommen, die für dich wichtig ist. Ich sehe hier auch, dass du dich auch gut schützen kannst. Also das haben wir hier auch zu Beginn der Legung, also dass hier vielleicht die eine oder andere negative Energie auf dich zukommt, die du aber erkennst und abwehrst. Also hier ist eher ein geringerer Schaden, wenn überhaupt, zu sehen. Also du bist hier sehr, sehr klar und das ist schon mal sehr positiv zu sehen. Auch so generell, was das Berufliche betrifft, beziehungsweise das Finanzielle, ist die Stimmung gut. Das heißt, du bist hier auch zuversichtlich, du blickst nach vorne und hier tun sich auch so generell hier sind gute Entwicklungen zu sehen. Da ja, brauche ich jetzt auch nicht tiefer hineinsehen. Das lassen wir so stehen. Ich sehe in der Monatsmitte tun sich hier einige Mechanismen, die irgendwie auch den Charakter haben, als würde hier auch von einer höheren Energie, es würden hier einige Dinge in die Wege geleitet werden, also etwas, das sich größer anfühlt als man selber, als irgendetwas auch Beschützendes. Also hier werden einige Weichen anscheinend gelegt. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich für dich auch sichtbar sein wird in der Monatsmitte. Das kann sich auch im Hintergrund abspielen. Wichtig für dich ist nur zu wissen, dass sich hier etwas tut, vermutlich im Hintergrund, wenn ich mir das so ansehe. Es ist aber sehr spannend zu sehen, das kann sich hier auch um deine Berufung handeln. Das kann hier sein, dass sich hier dann im Laufe der Zeit eher gegen Monatsende hin einige Möglichkeiten auftun. Für den einen oder anderen wird schon sichtbar sein in der Monatsmitte, ich glaube aber für einen gewissen Teil eher später. Manche Dinge sind nicht immer für die Augen sichtbar, die sich so tun. Was ich hier sehe, ist in der Monatsmitte, dass du hier weiterhin klar bleibst, dass du sehr gut unterscheiden kannst, wer hier an deiner Seite ist und wer nicht. Und vor allem auch, dass du hier einen starken Glauben an dich selber hast. Und ich sehe hier auch, dass du auf irgendetwas zurückgreifen kannst. Du hast hier irgendetwas schon in der Vergangenheit aufgebaut und das gibt dir in der Monatsmitte eine gewisse Sicherheit. Das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Jetzt schauen wir uns das Monatsende an und da haben wir tatsächlich eine Warnung, denn anscheinend, was du gerade machst, dürfte hier eine wichtige Sache sein, dass
Ich habe einfach das Gefühl, das gönnt dir nicht jeder. Und da zeigt sich, dass diese negative Energie, die könnte zu dir durchdringen. Das liegt aber an dir, ob du das annimmst. Wir haben hier, wie gesagt, Tendenzen. Das muss jetzt nicht zwingend passieren. Es kann sein, dass hier die ein oder andere Angst dann gegen Monatsende aufkeimt. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und das hat mit anderen Menschen zu tun, im finanziellen, im beruflichen Bereich. Das ist hier sichtbar. Ich sehe hier auch, dass hier einige seltsame Situationen auf dich zukommen können. Es könnten Prüfungen sein, denn wir haben hier gegen Monatsende die 888. Und das ist eine sehr, das ist gerade, wenn wir die hier im finanziellen, materiellen Bereich haben, ein sehr gutes Omen. Das steht auch für Einnahmen, dass etwas hereinkommt, beziehungsweise auch, dass hier die Weichen gestellt werden, dass sich hier etwas zu deinen Gunsten tut. Ja, in der heutigen Zeit an sich etwas Positives, wenn sich das so zeigt, wenn wir die Inflation etc. In Betracht ziehen, ist das eine positive Entwicklung und das freut mich hier auch sehr für dich, denn hier kannst du anscheinend, hier kannst du mit Einnahmen rechnen, mit Eingängen rechnen, vielleicht auch mit positiven Geschäftsbeziehungen. Was hier jetzt mit reinspielt, und das hängt jetzt auch mit der Angst zusammen, das soll ich dir noch sagen, ist, wenn hier ein Erfolg zu verbuchen ist und es schaut wirklich sehr, sehr gut aus, also dass die meisten von euch hier wirklich auf etwas Positives zugehen, vermutlich auch auf eine neue Ebene. Dass hier auch der Charakter ist, dass sich das etwas einsam anfühlt, dass dir das hier nicht jeder gönnen wird. Also es kann sein, dass ja, dass du hier mit Neid zu tun hast, auch gegen Monatsende hin. Und dass du hier vielleicht ab und zu das Gefühl hast, dass du komplett alleine stehst. Aber das ist eine Illusion. Wir haben, wie gesagt, hier auch die Angst im Umfeld. Das ist ja auch wichtig, dass du hier genau hinsiehst und auch erkennst, hier ist nicht jeder gegen dich. Es sind natürlich diese negativen Stimmen, die hört man meistens lauter. Aber hier ist es auch wichtig, dass du diese Angst, dass du ihr ins Auge blickst und auch erkennst, dass das nicht generell so ist. Und ja, wie gesagt, die 888, die steht einfach dafür, auch dass hier was reinkommt, steht hier auch für materiellen Gewinn. Und so wie das hier liegt, habe ich auch das Gefühl, dass das hier für einige wirklich eben steil nach oben gehen kann, beziehungsweise wie eine Art Quantensprung ist, dass sich hier die Situation sogar sehr merkbar verbessern kann. So, jetzt schauen wir mal in den zwischenmenschlichen Bereich. Was können wir hier für Entwicklungen beobachten? Ich schiebe die Karten mal zusammen, damit wir hier genau reinschauen können. Hier zeigt sich eine alte Energie, wie soll ich sagen, hier zeigt sich zum Monatsanfang ein gewisses Trauma vielleicht auch. Das hat zu tun mit früheren Erlebnissen mit anderen Menschen. Das ist aber ganz stark auf deiner Ebene und hier mahnt das Universum gleich, dass du hier reflektieren sollst im Umgang mit anderen Menschen. Und auch zu erkennen, was ist Vergangenheit und was ist jetzt tatsächlich. Denn irgendetwas, hier zeigt sich ein Charakter von einer Situation,
Hier zeigt sich der Charakter einer Situation, die dich an etwas Vergangenes erinnert, aber du hast hier die Möglichkeit, anders zu handeln. Das ist hier ganz wichtig für dich. Hier brauche ich tatsächlich vom Universum noch eine Information. Zum Monatsbeginn haben wir hier ja eine gewisse Leichtigkeit, kann aber auch heißen, sich irgendwie das Gefühl zu haben, in der Luft zu hängen. Das hängt jetzt von deiner individuellen Situation ab, aber ich sehe hier auch, dass du hier Menschen hast, wo du dich in Sicherheit fühlst, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich wohlfühlst. Und vielleicht ist das auch ganz gut, diese Personen aufzusuchen, beziehungsweise in Kontakt mit diesen Personen zu treten, da wir hier alte Emotionen beziehungsweise Gefühle haben, die sich hier zeigen. Vielleicht kannst du hier auf irgendetwas draufkommen, was dich schon länger belastet und vielleicht nicht in deinem Bewusstsein war. Du kannst hier irgendetwas verändern. Dann sehe ich, hier zeigt sich auch eine Wahrheit, die das Umfeld betrifft, zum Monatsanfang hin, aber eine angenehme Wahrheit. Also es muss jetzt nicht immer jede Wahrheit sich unangenehm anfühlen. Irgendetwas wird hier entschleiert, irgendjemand zeigt das wahre Gesicht. Also ich sehe hier etwa jemand, der sehr authentisch auch im Umgang mit dir ist, ob du diese Person bereits kennst oder nicht, kann ich hier nicht genau erkennen. Aber es ist an sich eine sehr angenehme Energie. Ich schaue noch mal kurz, das kann natürlich, wenn wir hier im finanziellen, materiellen Bereich reinziehen, kann das natürlich auch diese Person sein, die dir hier zum Monatsanfang die ein oder andere Information hier geben kann, die für dich hilfreich ist. An sich ist das etwas Schönes, vielleicht auch eine vertiefende Verbindung, die sich hier zeigt. In der Monatsmitte sehe ich, also haben wir hier schon mal den Hinweis, du bist zwischenmenschlich total am richtigen Weg. Und hier zeigt sich auch eine Enttäuschung. Das ist aber an sich wichtig für dich, denn das bedeutet auch, dass hier irgendeine Unehrlichkeit enttarnt wird. Also hier eine eher... Ja, kann auch sein, dass du hier einen Menschen immer anders gesehen hast, als diese Person war. Es ist hier hat man halt auch die Möglichkeit, sich neu zu begegnen, neu anzufangen. Vielleicht ist es hier auch nötig, dass eine gewisse Zeit lang kein Kontakt ist, bevor man wieder in Kontakt miteinander tritt. Das kann natürlich auch sein. Aber du bist am goldrichtigen Weg, was deine zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft. Und da passiert es natürlich auch immer wieder, dass uns etwas auffällt, dass wir so nicht wahrhaben wollten länger. Also irgendetwas offenbart sich hier. Ich sehe hier auch eine recht aktive Phase, wo sich hier auch neue Bekanntschaften, wenn du hier gerade auch offen bist für neue Menschen in deinem Leben. Hier zeigt sich eine gute Phase, das auch umzusetzen. Aber es ist hier auch sehr, sehr wichtig, dass du mit einem möglichst kühlen Kopf in diese Treffen oder in diese Kontaktaufnahme hineingehst und hier nicht so viel hineininterpretierst, weil diese
Karte kann schon auch darauf hinweisen, dass man etwas ja zu schön sieht, als es eigentlich ist. Also hier vorsichtig, aber hier ist auch ein grünes Licht, hier neue Menschen kennenzulernen. Hier können auch Menschen in dein Leben treten, die wirklich gut zu dir passen, wo man gemeinsam bestimmte Leidenschaften teilt, bestimmte Interessen teilt. Also hier besteht eine sehr gute Chance, aber wichtig ist, dass möglichst auch das dem Ganzen Zeit zu geben, sagen wir so, das ist wichtig. Gegen Monatsende sehe ich dann eine Veränderung im Umfeld, das kann jetzt vieles bedeuten, aber hier werden anscheinend die Karten neu gemischt, hier kommt frischer Wind rein. Das ist an sich etwas Gutes. Wo das Universum sagt, Achtung, da gilt es aufzupassen, ist, dass hier auch diese Energie wieder hochkommt, diese alten Gefühle, irgendein Groll aus der Vergangenheit. Hier sollst du wirklich aufpassen, dass sich in diesen Veränderungen, die sich hier zeigen gegen Monatsende hin, dass du hier den Blick nach vorne richtest und nicht nach hinten, also nicht zu sehr nach hinten. Es geht hier nicht darum, dass du hier etwas verdrängen sollst, aber es besteht hier die Gefahr, dass hier ein Groll groß wird bezüglich einer Angelegenheit im zwischenmenschlichen Bereich, die aber schon viel länger her ist, also die einfach schon in der Vergangenheit liegt, und hier möchte das Universum, dass du hier eben auf dein Seelenwohl auch Acht gibst. Und ich sehe hier aber auch die Offenheit neuen Menschen gegenüber. Das bedeutet, dass du vermutlich auch von selber, also dass der Großteil von euch von selber hier diese starken Gefühle selbst in den Griff bekommt oder erkennt, oh, da kommt ein ungutes Gefühl in mir hoch, das erinnert mich an das und dieses und jenes. Also, dass du hier eine gute Lösung für dich findest, um damit umzugehen. Und vor allem eben gegen Monatsende hin habe ich hier schon im Zwischenmenschlichen, gerade auch wenn du auf andere Menschen blickst, hier einfach eine leichte Energie, auch eine Befreiung. Das bedeutet auch, dass hier, ja, also ab Monatsmitte bis Monatsende ist hier einiges auf neue Bekanntschaften auch ausgelegt bei dir. Und du bist, wie gesagt, was das Zwischenmenschliche betrifft, kommst du hier ganz klar auf den richtigen Weg für dich. Und hier sind einfach auch viele Möglichkeiten im kommenden Monat. Ist halt natürlich auch die Frage, gehst du raus? Also lässt du es auch zu, dass diese Möglichkeiten bestehen? Das muss ich auch noch dazu sagen. Hier ist jedenfalls, wenn du rausgehst, wenn du offen bist für neue Bekanntschaften, ist das ein wirklich guter Monat, dass sich hier etwas Neues auch auftut für dich. Ja, mein lieber Steinbock, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, also glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.